Nachher der Unterschied, 24 Kilo und deutlich mehr Muckis. Ich habe durch die Corona-Zeit habe ich natürlich mir gedacht, verdammt, aber das ist alles so langweilig, so still geworden um alles. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ja, meinen Fitnesstrainer zu fragen, ob er mit mir ein Programm entwickelt, ja, in 14 Wochen ja 24 Kilo abzunehmen. Und das habe ich geschafft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie der 51-Jährige das geschafft hat. 8 Liter Wasser, 3 Shakes, 1,3 Liter Brennnesseltee, Grüntee und Schwarztee. Und das war mein Essen. Entschuldigung, was? Ich habe 14 Wochen die Diät gemacht. Ich bin Step by Step ja mit dem Kaloriengehalt runtergegangen. Dann habe ich 6 Wochen, wirklich 6 Wochen lang, gefastet. Die letzten 5 Tage, festhalten jetzt, die letzten 5 Tage war ich auf 600 Kalorien. Damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können, 600 Kalorien, das sind ungefähr 2,5 Scheiben Vollkorntoast ohne irgendwas drauf, über den ganzen Tag verteilt. Das ist krass, vor allem bei einer Körpergröße von 1,85 Meter. Das ist qualvoll, ja, man muss mit dem Hunger umgehen können, wo viele natürlich dann versagen, ich sag, warum? Nee, du lebst nur einmal. Aber die Versuchung war schon groß. Das ist das Schlimmste für mich ist ja, wenn meine Kinder und meine Frau vorher mir essen, ja, und können neutral essen, alles. Pizza, Pommes und alles drum und dran. Du musst auf alles verzichten. Deshalb hat seine Frau doppelt gekocht. Schon seit einer Weile verzichtet Thorsten Legert auf Milchprodukte, Alkohol und Hülsenfrüchte. Das will er auch beibehalten. Das ist schon wichtig, ja, dass ich kopfbewusst ja, durchs Leben gehe und sage, ich bin gesund. Und das will er in Form einer App auch an andere weitergeben. Ist bestimmt keine Diät für jeden, aber Thorsten Legert findet, es zahlt sich aus, das, wie er es nennt, positive Leiden.